Liebe Leute, einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen hier in Arft. Neben mir steht der Dirk vom Kanal Dirk on Tour, dürfte mittlerweile bekannt sein. Schön, dass das endlich mal wieder geklappt hat, Dirk. Super, ja. Genau, heute wollen wir eine etwa 10 Kilometer kurze Wanderung an der Nette entlang wagen beim angekündigten Sturmtief Sabine. Es ist auch schon richtig windig und die Bäume biegen sich. Also ich bin richtig gespannt, freue mich da auf richtig stürmische Böen. Ja, das ist der Bergheidenweg, wie gesagt, an der Nette entlang. Und wir werden auch unterwegs etwas kochen. Genau. Ich denke, du hast die Wurst wieder dabei. Nein, diesmal was anderes. Diesmal anderes. Wir lassen uns überraschen und damit keine Zeit verlieren. Los geht's. So Leute, gerade mal 1 Kilometer gelaufen. Auf jeden Fall, der Wind nimmt schon deutlich zu. Sabine kündigt sich langsam an. Es ist auch ziemlich frisch geworden. Ich habe ziemlich kalte Finger. Deswegen sind wir jetzt auch ein bisschen zügiger unterwegs. Und ja, aufgrund des schlechten Wetters werden wir diesen Pfad heute ganz für uns alleine haben. Viele werden uns dafür für verrückt halten. Aber Leute, es ist ein Sturm. Mehr wie einen Ast auf den Kopf kriegen kann man nicht. Ne? Genau. Gelaufen, gerade mal 9:30, die Hälfte der Strecke ist vorbei. Leute, wir müssen noch irgendwie später was dranhängen. Ja, also zum Kochen ist es zu früh. Auf jeden Fall habe ich gerade mit Dirk hier unterwegs auf diesem Hochplateau. Es stürmt jetzt gerade draußen so sehr, man wird richtig hin und her geworfen. Kurz unterhalten, wie es so ist, wenn man mit Freunden oder Kumpels einen Tour plant zusammen. Die ist wochenlang im Voraus geplant und dann kommt man nach Hause zum Kumpel und will den abholen. Und dann sagt der eine, ja, schön, dass du da bist. Ich muss jetzt nur noch meinen Rucksack packen und dann können wir auch schon los. Also da fällt einem nichts mehr zu ohne ein. Worte, echt. Der Dirk Worte. Selber erlebt, ja. Ich kenne auch solche Pflegefälle in Anführungsstrichen. Also ich meine, wenn man doch so eine Tour wochenlang plant, dann ist man doch zum verabredeten Zeitpunkt fertig. Das ist, ich brauche nichts mehr packen, der Rucksack steht, ich kann den holen und losmarschieren. Und los geht's. Rally, an dieser Stelle, Grüße gehen an dich raus, gell? Ja, solche Freunde kennt wahrscheinlich jeder. Ja, und so würde ich sagen, raus in den Sturm. Ja, kurz vor Kilometer 8 treffen wir jetzt hier auch auf die Nette, dieses kleine nette Bächlein, was dahinter plätschert. Ja, der Dirk, im Hintergrund sehen wir ihn, der hockt da an diesem Pfeiler, da hängt so ein Wegweiser dran. Ja, denn hier gibt es wohl gerade die Möglichkeit, eine Ausweichstrecke oder was? Genau, das wäre eine Möglichkeit, die Nette nochmal zu überqueren, falls weiter unten die Trittsteine über die Nette wegen Hochwasser überflutet sind. Das ist aber eine Abkürzung, oder? Ist eine Abkürzung. Das würde uns einen guten Kilometer noch mal ersparen. Aber das ist bei also bei 10 Kilometer noch abkürzen. Ich denke, wir bleiben auf der regulären Strecke. Wir gehen weiter regulär. Weiter geradeaus, ganz genau. Durch den Matsch hier übrigens. Schuhe sind schon ein bisschen nass, aber das mäht nichts. Dann überqueren wir jetzt hier auch gleich die Nette. Der Dirk geht schon todesmutig vor. Wie ihr seht, ist die Nette ziemlich angeschwollen für ihre Verhältnisse. Der Weg da vorne ist vollkommen überspült. Hier die Steine, da wird man auch gleich nasse Füße kriegen. Ja, und da sieht man auch, warum der Rhein auch so Hochwasser hat. Denn die Nette fließt auch da rein. Diese ganzen Nebenflüsse tragen natürlich ihren Teil dazu bei, dass solche Flüsse über die Ufer treten. Und ja, so würde ich hoffen, dass wir hier jetzt halbwegs trocken rüberkommen. So,
So, liebe Leute, dann haben wir auch schon fast 10 Kilometer voll. Die Tour ist noch nicht zu Ende. Liegt wahrscheinlich daran, an den vielen Hin- und Zurücklaufaktionen. Ja, auf jeden Fall stehen wir jetzt hier an so einer schönen kleinen Kapelle. Baujahr 1865, ist vermutlich schon mehrfach restauriert oder saniert worden. Aber richtig klasse, solche alten Gebäude zu sehen. Und ich frage mich dann immer, wer da schon alles ein- und ausgegangen ist. Also finde ich richtig toll, da drin diese Figur von, was ist das, Dirk? Jesus oder? Nee, das war eine Marienstatue, glaube ich. Ja, eine Marienstatue da drin. Klasse sowas. Ja, doch, Jesus. Entschuldigung, Maria. Doch, eine Jesus mit Mutter Maria. Also auch wenn ich nicht bibelfest und gläubig bin, aber ich finde sowas sehr schön, dass es das gibt. Es gibt Leute, denen gibt das sehr viel Kraft und Energie im Leben. Und das hat man zu akzeptieren und tolerieren. Ja, so würde ich sagen, Dirk macht da noch gerade die Tür zu und dann geht's auch weiter. Aber von oben schon noch ein, zwei Wege weiter. Ja, jetzt sind wir gerade so ein bisschen im Blair Witch Project hier. Wir laufen hier im Kreis, ohne es gemerkt zu haben. Wir laufen jetzt gerade hier auf diese Stelle zu und ich dachte mir, boah, da waren wir doch eben schon mal. Dirk bleibt stehen, wundert sich auch ein bisschen. Ja, richtig, wir sind irgendwie im Kreis gelaufen. Wir sind nämlich eben an der Kapelle, wo wir waren. Da waren wir schon lange weg vom Pfad. Wir hätten lange vorher schon rechts abbiegen müssen. Ja, und so kriegen wir doch unsere Kilometerchen zusammen heute. Kilometer 10. Und hier ist auch das Schild jetzt. Zurück zum Parkplatz sind es noch 3 Kilometer. Wenn wir denn gleich richtig abbiegen. Dirk, auf ein neues. Viertel vor 12, Kilometer 16, der Bergheidenweg liegt schon eine gefühlte halbe Ewigkeit hinter uns. Ja, das war ziemlich schnell absolviert, das Ding. Ein schöner und einfacher Wanderpfad. Einfach im Sinne von keine spektakulären Formationen, Landschaften und sowas. Aber dennoch sehr schön zu laufen über diese Heide da. Das war ganz angenehm gerade, fand ich. Und ja, so haben wir es entschieden, laufen noch ein bisschen weiter. Gerade ein bisschen orientierungs- und ziellos. Ja. Also Ziel... Wir sind eigentlich auf der Suche nach einer kleinen Hütte, genau, wo wir uns noch was zu essen machen können. Allerdings, wenn sich hier keine Hütte bietet, also macht das natürlich auch bei dem Wind teilweise recht wenig Sinn. Ja. Oder wie siehst du das? Ja, also Sabine hält sich ja etwas zurück seit geraumer Zeit. Es kommen hin und wieder so Windböen mal über uns, aber nicht ansatzweise das, was ich mir erhofft hätte an Sturm. Und ja, wie du schon sagst, wir suchen jetzt eine Grillhütte. Irgendeine Hütte, wo wir in Ruhe Mittagessen vorbereiten können. Haben wir ja noch Vormittag. Also ein paar Kilometer machen wir noch und wir sehen mal zu. Lass uns überraschen, was noch kommt. So, liebe Leute, 12 Uhr, Kilometer 17, keine 100 Meter weiter vom letzten Mal, wo wir uns gemeldet hatten, haben wir auch schon diese schöne Schutzhütte hier gefunden. Die ist richtig groß, geräumig und mit Fenstern auch. An der Tür hängt draußen ein Schild, dass man doch bitte die und die Nummer anrufen soll von der Gaststätte, um die Benutzung zu erfragen. Ich habe da eben tatsächlich angerufen, aber ging keiner ran. Und so haben wir uns gedacht, wir werden natürlich hier nichts zerstören, alles sauber hinterlassen. Und so haben wir uns hier mal niedergelassen und werden jetzt endlich, das ist endlich, wir haben ja immer noch gerade mal 12 Uhr. Ja, das ist ja, trotzdem endlich was kochen. Ich habe hier heute mal wieder was anderes als Maultaschen vorbereitet, aber seht selbst. Hier schön vor sich hin. Ne? Ganz einfaches Gericht wie immer hier. Uncle Ben's Reis, Hähnchenfiletstreifen, eine Dose Champions, ganze Köpfe. Dazu dann einfach hier eine Rama Creme Fine und das Ganze gewürzt diesmal mit Hühnerbrühe.
Ja, das braucht jetzt so, ja, vielleicht noch 15, 20 Minuten. Das Problem ist halt, der Topf, den ich hier benutze, dieses Kochset, es ist halt ziemlich hoch und man läuft halt immer Gefahr, dass es unten verbrennt und oben noch kalt ist. Deswegen muss man da mit einer kleinen Flamme arbeiten, damit die Wärme da ganz langsam hochsteigen kann. Ja, beim Dirk, wie sieht es hier aus? Ich sehe, der Dirk, der hat so einen Raclette-Grill dabei, wie ich ihn auch habe, nur noch mal größer. Was gibt es bei dir? Bei mir gibt es angebratenen Speck mit Zwiebeln, darüber den Raclette-Käse, ganz einfache Nummer, auf das Brötchen zusammengeklappt und dann wird das eine leckere Schweinerei. Das sieht doch richtig geil aus. Ja. Brutzt du auch schon? Ja, aber ich höre es, ja. Hier die Teelichter sind scheinbar nicht ideal dafür. Ich hatte vorher flachere, da kam eine größere Hitze. Okay. Ich denke, windgeschützt ist es. Ja. Ja, sehr gut. Dann würde ich sagen, gehen wir mal raus, gucken, was Sabine so treibt. Sie gibt gerade wieder Ruhe. Hin und wieder strömt so eine Böe über die Hütte hinweg. Ja, deswegen auch ganz, ganz angenehm, da windgeschützt zu sein. Sonst wäre es mit dem Kochen vollkommen in die Hose gegangen. Ja, aber der große Sturm, der ist halt erst für den Nachmittag, die Nachtstunden und den morgigen Montag noch vorausgesagt. Es bleibt spannend. Liebe Leute, dem Dirk sein Brötchen ist schon fertig. Das trieft hier aus allen Ecken und Enden. Also es sieht auch sehr lecker aus. Käse mit Speck geschmolzen. Und deswegen hat er sich nach draußen verzogen, um da drin nicht alles einzusauen. Ja, meine Mahlzeit ist auch langsam fertig hier. Und es liegt noch in den letzten Zügen. Ich will das jetzt noch einmal durchrühren hier. Und einmal abschmecken noch. Leute, fantastisch. Ja, dann sage ich mal, guten Appetit. Heute gibt es die gute Müller Fruchtbuttermilch in Kirsche. Mahlzeit. So, die Hütte ist geräumt. Mittlerweile 20 nach 2. Der Dirk ist auch schon wieder startklar. Ja, was machen wir, Dirk? Wir, würde ich sagen, gehen zurück zum Parkplatz. Zurück zum Parkplatz. Dirk ist heute faul. Gut, den werde ich mich beugen. Hab noch einen Apfel in der Hand. Und zurück geht's. So, liebe Leute, 14 Uhr, 19,7 Kilometer gelaufen. Herzlich willkommen zurück am Startpunkt unserer kleinen Wanderung. Berg Heidenweg. Also Dirk, hast du einen sehr schönen Pfad rausgesucht. Kurz, einfach gehalten, aber dennoch nett zu laufen, kann man nicht anders sagen. Ja, wir haben uns unterwegs natürlich auch über andere Dinge unterhalten und da kamen wir auf die gleiche Idee, nämlich mal ein Abonnentenwandertreffen zu veranstalten. Und da könnt ihr mir mal in die Kommentare schreiben, ob da Interesse besteht und dann schauen wir mal, ob wir das umsetzen werden, vielleicht. Ja, Sturmtief Sabine kann sich nicht so recht entscheiden. Hin und wieder kommt so eine richtig starke Böe, dann ist wieder Schluss. Aber der erhoffte richtige Sturm hier mit Action ist leider bisher ausgeblieben. Und ja, Leute, das war's dann auch. Wir sind raus. Dirk, sein Kanal ist natürlich in der Videobeschreibung verlinkt. Schaut da mal rein. Der macht auch viele Wandervideos und Radtouren, auch mit anderen YouTubern. Also da könnt ihr auch viel entdecken. Und so würde ich sagen, wir sind raus. Vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns wie immer im nächsten Video. Sange, Pfeffert. Die ganze Zeit ist Ruhe und jetzt, wo ich hier spreche, bläst der Wind, als ob es keinen Morgen gäbe. So, liebe Leute, 13.56 Uhr. Nochmal aus einem anderen Winkel. Ach, das ist doch scheiße, sowas. So, liebe Leute, 14 Uhr, 19,7 Kilometer gelaufen. Wir befinden uns jetzt schon wieder am Start. Mit Sturmtief Sabine war das doch mal ganz nett. Leider hat sie sich immer noch nicht so richtig entscheiden können, ob sie richtig bläst oder Sabine bläst. Die Sabine bläst.